ein entspanntes Leben. Ich bin sehr traurig, wenn das Lügenmuseum weg muss. Ich finde es sehr wichtig, dass das Lügenmuseum in Dresden bleibt, in der Nähe von Dresden im Elbland, weil ich finde, das Lügenmuseum bringt eine ganz wichtige dadaistische Kunst nach Dresden und in die Umgebung, und ich will, dass es hier bleibt, weil wir sonst sehr viel ärmer werden. Also, ich bin natürlich völlig erschüttert, dass das Lügenmuseum jetzt wirklich weichen soll. Hallo, ich bin Anna, ich mache freiwilligen Dienst vom Lügenmuseum, und jetzt wir sammeln Trainer vom Lügenmuseum, weil Lügenmuseum gekündigt und wir sammeln Trainer. Hallöchen, ich male ein Schild fürs Lügenmuseum, und zwar für diese tolle Ausstellung hier. Ich finde es super schade, dass das Lügenmuseum so existenzbedroht ist. Deswegen, also ich unterstütze es auf jeden Fall sehr gern. Ja. Das heißt, es war ein schönes Dach über uns, immer himmelblau, 3 Tage gestrichen. Und wenn wir ein Atelier eröffnen, dann müssen doch auch ein paar Bilder sein. Und da animieren wir ganz sanft Kinder, Erwachsene, möchten die etwas bemalen. Und dann bekommen die ein kleines in der Hand, ein Holzstäfelchen, und da kann jeder das machen, was er gerne möchte. Ja, hallo, ich bin Charlotte, und ich kenne das Lügenmuseum schon ganz lange. Ich war nämlich, das war schon ewig her, als ich jung war, war ich mit meinem Papa mal mit dem Fahrrad in Brandenburg unterwegs, und dann sind wir ganz zufällig aufs Lügenmuseum gestoßen.